Heiß her ging es am Samstag in Aflenz. Es gab den Mord am Hauptplatz. Ist was passiert? Schon wieder ein Frauenmord! Das gibt's nicht. Warum? Enten im Kurpark. Nur, weißt du, wenn es um die Weltstation und der Dunkel ist, dahinter ist Köln. Ein Theaterstück mit Schauspielern der Landjugend Aflenz. An diesem unterhaltsamen Abend wurden die Lachmuskeln bis an die Grenzen beansprucht. Als Eintritt bat man seitens der Landjugend um eine freiwillige Spende. Ist das was? Halt sich nicht scheinbar mehr bitte zurück. In ihrer Rente sowieso kein Schwein nicht. Damit wir uns einfach den Kartenverkauf ersparen, haben wir gesagt, wir machen eine freiwillige Spende. Es soll jeder das geben, was es am Wert ist. Und man muss nicht für alles immer einen Wert festlegen, sondern es sollen einfach die Leute mal sagen, ja, das ist mir jetzt ein paar Euro wert oder auch nicht. Ein unterhaltsames und zugleich spannendes Theaterstück von Norbert Gröss. Bis zum Schluss waren die Besucherinnen und Besucher auf der Suche nach dem Mörder. Wirklich Zeit, dass es weniger wert, gell? Muss ich ehrlich sagen. Also es geht um zwei ältere Trotzdamen, die ganze Zeit über das ganze Dorf Bescheid wissen und die versuchen halt den Mordfall zu lösen, bevor die Polizei dahinter kommt. Im Endeffekt schafft es dann aber doch die Polizei und bis zum dritten Akt wird gemunkelt, wer etwa der Mörder ist. Perfekt organisiert und das ohne Unterstützung von außen. Die Landjugend Aflenz hat alles von Anfang an in die eigene Hand genommen. Okay, er ist aber schön oft bei Ihnen, ha? Dienstlich, nur dienstlich. Die Landjugend Aflenz macht beim heutigen Theaterstück das Rundum-Paket. Wir machen vom Eingang, wir haben den Saal selber gestellt, wir machen den Ausschank, wir haben die Brote selbst bestrichen, die Aufstriche sind selbst gemacht. Wie gesagt, die ganze Regie ist in Landjugend Hand und wie gesagt, eigentlich vom ersten Plakat, Foto weg bis zum Zusammenrahmen ist alles in der Hand der Landjugend Aflenz. Wir machen alles selbst. Ein gut gefüllter Festsaal und ein munteres Publikum waren der beste Beweis dafür, dass die Landjugend Aflenz mit dieser Aufführung alles richtig gemacht hat.